Erste Cottbusser Jugendkonferenz. Am 27. März treffen sich Jugendliche im Stadthaus, um über die Zukunft von Cottbus zu diskutieren. Entscheidungen der Stadtverwaltung sollen nicht mehr über den Köpfen der Teenager entschieden werden, sondern mit ihnen. So Marianne Matera, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt. Von 8 bis 16:30 Uhr arbeiten die jungen Cottbusser in Workshops an ihrer Idee, die Stadt nach ihren Bedürfnissen jugendfreundlicher zu machen. Die 120 Jugendlichen sind im Alter von 12 bis 21 Jahren. Wie attraktiv sind Seniorenbegegnungsstätten? Nach einem Zufallsprinzip wurden Cottbusser im Alter von 50 bis 80 Jahren ausgewählt, ihre Meinung zu den Seniorenbegegnungsstätten zu äußern. Die Befragung ist freiwillig, dennoch bittet die städtische Seniorenbeauftragte Heike Konczak, an der Befragung teilzunehmen. Nur so können Begegnungsstätten für künftige Senioren ansprechender gemacht werden. Bauvorhaben in der Straße der Jugend. Der erste Bauabschnitt in der Straße der Jugend hat begonnen. Vom Stadtring bis zum Knotenpunkt Breithaus sowie bis zur Görlitzer Straße ist die Fahrbahn stadteinwärts nur noch einspurig befahrbar. Zu- und Abfahrt für Bewohner der Weinbergstraße und Lutherstraße ist frei. Ein erhöhter Fahrverkehr in der Thiemstraße wird erwartet. Mit verlängerter Grünphase wird einem eingeschränkten Fahrfluss entgegengewirkt.